Kendler war offenbar der festen Überzeugung, wirklich der Überzeugung, dass es für Jungen gut ist, wenn sie homosexuelle Kontakte zu Erwachsenen haben, also pädosexuelle Kontakte. Das heißt, die Netzwerke bestehen auch selbstverständlich nach wie vor weiter. Der Senat hat das über 30 Jahre lang nicht nur mitorganisiert und zugelassen, sondern auch finanziert, dieses Projekt. Das heißt, die ganzen 70er Jahre waren irgendwie sexmäßig und auch auf Pedo- und Lolita-Sex ausgerichtet, schon ziemlich ausgerastet. Und was haben Kinder eigentlich davon? Welchen Profit sollen die davon haben? Da haben doch nur die Profit, die dann nicht mehr als Missbraucher gelten. Die Kinder sind ja so wie Versuchsobjekte. Das hat ja auch zu diesen extremen Exzessen geführt an der Odewaldschule, wo dann der Pedosex ja fast öffentlich in Massen über Jahrzehnte, auch noch in den 80er Jahren geführt wurde. Dass das in dieser Weise so erstaunlich durchgängig möglich war in den Institutionen, mit den Institutionen, in die sogenannte emanzipatorische Pädagogik, wie man es dann in der Pädagogik benannte. Das wischt man weg, um das in Anführungszeichen Ansehen der dafür verantwortlichen SPD und der jeweils dafür verantwortlichen Schulleiter, der Lehrer etc. pp. Zu schonen. Man macht hier eine Politik zu Lasten der Kinder, um seinen vermeintlich überhaupt noch existenten Ruf zu schützen. Das ist das Problem mit der Wissenschaft, dass es zu viel schlechte Wissenschaft gibt, die eigentlich überhaupt nicht Wissenschaft genannt werden sollte. Dass wir an dieser Stelle in eine gefährliche Schräglage kommen würden, die vielen Kindern schaden würden und die auch den Missbrauch mit Kindern in einem ungeheuren Ausmaß steigern würden. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Missbrauchsexperiment von Helmut Kendler eben nicht abgeschlossen ist, sondern dass es eben auch und ganz besonders in dieser übergriffigen Pädagogik fortlebt. Thank you.